Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Eras Total Conquest Let's Play zu Medieval 2. Jo, wir sind hier schon mal ans Lager gegangen und holen noch die anderen Truppen, die können jetzt gerade noch nicht hier sein. Und hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Truppen holen, weil es sieht zwar aus, als würden die ziemlich stark sein. Also ich sehe jetzt auch nur einen Ding, aber es könnten Bogenschützen dabei sein und ihr gesehen habt im ersten Paar, glaube ich, und im zweiten. Nein, es war im ersten. Ich habe Probleme mit Bogenschützen, die sind zu stark in diesem Mod. Also holen wir hier auch nochmals Bogenschützen. Und so langsam müssen wir Geld verdienen, sonst sind wir dann doch unterlegen. Sind die teuer? Okay. Ich könnte mit dem Anführer runtergehen. Aber ich mache das mal so, dass ich eher mit denen jetzt kämpfe. Weil die Hauptstadt ist einfach mir wichtiger. Wie kann ich dienen, Sultan? Wie kann ich dienen, Sultan? Befehle? So. Gehen wir mit dem runter. Auch hier. Und dann haben wir hoffentlich genug. Ja, ich mache mir immer sehr viele Gedanken zwischen den Folgen, weil es ein taktisches Spiel ist. Ich muss die Taktiken irgendwie, jo, auch noch nachdenklich. Sehr langweilig natürlich für mich, aber sonst kann ich euch nicht so geil alles zeigen. Es ist einfach wichtig. Ich kenne das Spiel nicht mehr. Also ich kenne das Spiel eigentlich so vom Spielen nicht so sehr. Eher vom Let's Playen, also vom Zwischendurch, all paar Jahre mal wieder im Spielen. Aber ich habe irgendwie den Flow nicht, oder? Diese Übung. Und da bin ich lieber auf Nummer sicher und mach mehr, als irgendwie dann zu fehlen oder sonst irgendwas. Das ist in diesem Spiel halt schnell möglich. Also mir ist aufgefallen, dass Truppen sehr zögerlich sind. Sie sind nicht direkt schnell. Das ist in den neuen Total Wars 1000-mal besser. Also wenn man zum Beispiel abhaut, man kann die Truppen nicht gut zwingen abzuhauen. Sie folgen einem nicht. Und das ist das Problem. Werdet ihr schnell merken, also ich werde vielleicht nicht so schnell immer kämpfen. Dafür sind wir als Volk noch nicht genug ausgebildet. Da ist Ägypten 1000-mal besser ausgebildet. Die haben Schmieden wahrscheinlich schon. Die sind so am Cheaten. Also die KI cheatet in Medieval 2 halt schon heftigst. Okay, die gehen nach oben. Das heißt, wir könnten die Stadt angreifen, wenn ich da ein bisschen weiter runterkomme. Komme ich an? Aber ich könnte sie jetzt, glaube ich, nicht angreifen, oder? Okay, machen wir das nachher. Also. Das heißt, wir sind fast letzter Platz. Es gibt ungefähr 30 Völkding. Ja, jetzt habe ich langsam das Problem, wenn wir jetzt nicht irgendwie... Okay, der hat jo, eine Ausbildung gemacht. Vor allem dieses Chillery, das heißt irgendwas mit Pferdekunst. Und hier haben wir mal den Marktplatz. Das heißt, ich könnte Merchant nehmen, aber wieso kann ich denn... Weil ich ein Agentenlimit? Ich habe doch jetzt einen Marktplatz. Wieso habe ich jetzt ein Agentenlimit? Wieso sind die Merchants so begrenzt auf 2, wenn ich doch 3 Städte habe? Kann ich hier ein Merchant machen? Nein. Vielleicht weil ich eine Burg habe, habe ich nur 2. Okay. Ja, die Archers. Die kommen eigentlich im Einsatz, wenn ich dann oben angreifen kann. Also ich werde Krieg gegen Oströmisches Reich machen. Ich werde Frieden machen mit den Ägyptern. Die brauche ich noch. Die sind mit der gleichen Religion behaftet. Was sagt man? Sie gehören der gleichen Religion an. Und jo. Okay, Schottland gegen Irland. Wer wird das andere Volk mehr Schaden? Ich weiß nicht, ob Irland oder Schottland stärker ist, aber
Weil Schottland gegen Irland Krieg macht, bin ich für die Iren. Und die anderen haben Allianz gemacht. Das ist Dänemark und Sardem. Und Sardem tönt irgendwie wie russisch Zare waren, ja, russische Kaiser oder so. Okay. Kann ich dort oben angreifen? Jetzt, nein, machen wir mal kurz. Zuerst noch die Diplomaten, damit ich alles habe. Aha. Kroatisch. Haben wir da? Da haben wir, glaube ich, schon. Also, wie ihr wünscht, Sultan. Das sind Römer. Das sind einfach noch Oster. Das sind Oströmer. Die haben hier auch noch ein Ding. Okay, die muss ich auch nicht. Ich wollte ja mit Venedig. Venedig ist so ein Handelsreich, das wird uns retten. Also, Venedig ist ungefähr hier. Wahrscheinlich hier dazwischen. Sieht so aus. Also, ich würde jetzt einfach mal hier hingehen, falls ich ihn verpasse zu steuern. In einer Runde. Okay, da ist. Was sind das für Leute? Einerlei Informationen. Man muss alles kennen. Das ist auch Türkei? Nee. Aber es ist ein türkisches Symbol. Ja, hier ist es ja auch. Okay, dann ist es die Türkei. Also, wie soll ich jetzt das machen? Ich brauche die Kriege, aber habe zu wenig Geld. Das heißt, ich tue jetzt mal die Befehle. Wie kann ich dienen, Sultan? Das macht auch Pferde in Städten sind nicht gut. Dann Befehle? Tue ich mindestens die Unausgebildeten. Ich habe zu viel gemacht, weil ich dachte, ich werde angegriffen. Haben wir zu viele produziert. Und hier ist ja wenig jetzt los. Ich möchte halt die Burg auch noch verteidigen können. Ich würde gerne einfach einen lasse ich, aber hier ist der gut. 5-5. 5-1, also ich würde sagen. Wir haben keine kostenlosen Wächter mehr in diesem Mod. Cool. Also cool nicht, aber schön, dass das gemacht wurde. War ein bisschen zu OP, habe ich so das Gefühl. Also dann kämpfen wir mal automatisch. Ja, können nicht. Ehrenhafter Kampf. Wie mein Sultan befiehlt. Nee, das mache ich nicht. Dies wird ein ehrenhafter Kampf. Wir stehen vor ihren Mauern. Okay, gut. So können sie uns nicht so gut angreifen und wir können ihnen nachgehen. Das Wort des Propheten wird hier verkündet. Ich werde sie bestrafen, also exekutieren, die Dorfbewohner, also viele Dorfbewohner. Und nein, ich muss ja Geld verdienen. Das ist Makassi? Ah, das ist Verklagen. Nein, es wird auch. Also sie werden, also da werden die Leute eigentlich eher unnötig. Weil sie ja weniger, weil wir ja weniger bekommen dadurch. Massakriert. Ich lasse sie, sind ja die gleiche Religion. So. Tue sie einfach versklaven. Also das Oberste wäre eigentlich das Beste. Aber weil wir Geld brauchen. Jo, und dafür haben wir auch nochmal Geld bekommen. Also uns geht's jetzt gerade sehr gut, scheinbar. Genau, und hier machen wir eine Hafenstadt. Und sonst können wir ja die Dinge noch hochmachen. Ja. So, hier haben wir auch, denke ich mal, nötig. Wieso sind zwei Shisha? Eine Bar und eine Höhle. Was wollen die uns aufzwingen, diese Modder? Dass wir immer nur Drogen verkaufen? Boah. Okay, Shisha ist nicht eine Droge, aber etwas, was halt ein bisschen unanständig ist für normale Leute. Ich würde nie Shisha rauchen. Für mich ist das unanständig. Also machen wir einen kurzen Besuch. Ich will sowieso nach Nordosten. Oder haben wir geplant? Nein, wir haben nicht geplant, nach Westen zu gehen mit dem
So, ein russischer Diplomat. Okay. Also gucken wir doch bei den Franzosen mal vorbei. Ah, die Stadt Alexandria? Ja, und wie heißt die Stadt? Damietta, okay. Ist das Alexandria? Ja, da heißt Alexandria. Wusste ich gar nicht, dass das westliche ist. Was ist der Wille des Sultans? Na, wieso kommen wir hier nicht hoch? Zu wenig Bewegungspunkte. Haben wir hier noch einen gehabt? Irgendwo haben wir doch noch einen gehabt. Na gut. Scheinbar ja nicht. Also jetzt haben wir einfach noch kurz die Städte durch, ob wir noch irgendwo bauen können. Aber ist ja nichts gestanden. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, also hier unten hätte ich eigentlich das Gefühl gehabt, wir haben noch etwas gebaut. Aber ist das dann einfach aufgehoben worden? Die greifen uns sicher an, oder? Die Ägypter da oben. Und die hauen ab, die haben Angst. Ich hoffe einfach, dass wir diesen Kampf, wenn sie angreifen, gewinnen. Wir müssen irgendwie die Macht zeigen. Wir dürfen Ägypten, sie hauen ab. Okay, die Iren haben Land gewonnen, also haben sie den Kampf gewonnen. Haben sie eine Stadt? Sie haben ja nicht Krieg. Vielleicht haben sie eine Stadt von den Engländern oder so erobert. Ja, man sieht halt nichts. So, der Konzil der Nobeln möchte, dass wir Mekka einnehmen. Es ist zu groß. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu groß. Da werden wir verlieren. Jetzt ignorieren wir einfach diese Mission. Das ist mir sonst zu wichtig. Ein Diplomat könnten wir hier noch machen. Warum nicht? Wie mein Sultan befiehlt. Also das heißt, ich wage es jetzt nicht. Ich möchte zwar die Stadt auch noch irgendwie haben, aber wir müssen jetzt langsam doch wieder reden mit denen. Was? Was ist das dagegen? Du gehst jetzt hier raus. Ich glaube, na, heißt einfach ja. Wie mein Sultan befiehlt. Ja, ja, der Sultan befiehlt immer, dass die Obermacht kann das. Und ihr müsst beherrschen. So, also. Einen Diplomaten müssen wir nicht machen, wir haben ja hier. Oh, jetzt muss ich aber noch kurz zu den Ägypter kommen. Also Franzosen, wir müssen leider noch warten. Ich möchte jetzt gerne Chesse feiern. Der Sultan hat schon Männer wegen Geringerem getötet. Chesefeier heißt doch Waffenstillstand und sie wollen nicht Waffenstillstand machen, weil sie sich zu mächtig finden. Der Sultan hat Männer getötet für wenige. Ich muss noch ein bisschen Englisch lernen. Ja. Also sie wollen einfach nicht Frieden machen, weil sie das Gefühl haben, wir tun ihnen nicht gut genug. Okay, wir sind Platz 25 jetzt. Oh, nur noch 25. So langsam kommen wir doch ein bisschen. Und hier ist ein Taxfarmer mit 10% mehr Geld. Das ist der Kronprinz, also ja, der Prinz. Der hat drei Sachen bekommen. Ist ja der gleiche. Nein, das ist nicht der gleiche. Okay, aber die Leute, die Kronprinzen. Wir haben zu wenig Geld. Okay, Kiew und Russ. Das sind sozusagen die Russen, haben gegen spanische Nordspanier oder so Krieg gemacht gegen Leon. Und Burgund hat sind alliiert mit Wales. Das ist eine gute Bündnis. Jetzt frage ich mich, ist Türkei im Krieg mit Ägypten? Die haben gar keine, also die haben nichts. Okay. Wieso ist Fatimid mit Sophien im Krieg jetzt?
Krass. Ah, wegen dem Kreuzzug, stimmt. Okay, sehr gut. Also, Geld muss höher werden. 11.000. Wann kann ich? 20.000. Ob ich jetzt ein bisschen... Komm, für ein, zwei Runden. Mach ich mal auf hoch, das passiert nichts. Und die Burg muss auch noch... Ja doch, die Burg muss wachsen. Ah, die hat gar keine Steuereinkommen, stimmt. Dann machen wir doch hier... Kalif of Bagdad. Cool. Gouverneur. Dann machen wir doch hier mal. Und ich glaube, wir sind fertig. Ah, hier haben wir vergessen. Ah, okay, wir haben gar noch nicht. Ich dachte, das wäre diese Runde gewesen, aber scheinbar nicht. Okay, machen wir das gleich am Anfang. So. Weil eine Runde ist ja nicht schlimm. Wir müssen nicht so mega Beziehungen zu allen haben, weil die ja sowieso immer wieder Krieg machen. Also, ist das nicht schlimm. Also würden wir das brauchen. Ja, die brauchen aber lange hier. Hä? Ganz viele. Ja, einfach Leute. Also, ich möchte kurz mit euch... Nein, ich will nur spionieren. Kripper Quillage. Was habt ihr für eine Religion? Pagan. Der Pagan-Style. Mit der Gangam-Style. Gehen wir mal hier hoch. Wie ihr wünscht. Natürlich wünsche ich euch das. Ein Kreuzzug? Ah, er wurde beendet. Semara wurde eingenommen von den Mauren. Hä? Sind die Mauren? Gab es die im 970 immer noch? Okay, cool. Die waren während der Römerzeit auch aktiv, also später Römerzeit. Wahrscheinlich nach Christus ungefähr. So 100, ja, 65 nach Christus. So, hier hätten wir einen Tempel, aber sonst habe ich zu wenig Geld noch. Ja, es muss noch ein bisschen abgeschlackt werden. Ja. Haben wir noch ein bisschen zu viel Truppen. Hier ist ja der Weg. Jetzt sieht man, wir haben 5 Wege. Alle Wege führen nach Suraida. Okay. Jo, also von dieser Stadt hier unten könnte ich so langsam auch mich mal trennen. Das ist anstrengend, sonst. Vor allem so, ja, teure Truppen, Reiter. Ach komm, Reiter brauchen nicht, die sind zu schwach. Die sind in diesem Mod wie zu schwach. Sultan! Über die schlechten. Wie kann ich dienen, Sultan? Da haben wir noch eine schlechte Truppe. Befehle? Sultan! Befehle? So, aber mehr kann ich nicht sparen, das geht nicht. Jetzt haben wir einfach vorher so ein bisschen Ägypten gemerkt, die sind zu mächtig, wenn wir sie angreifen. Jetzt lassen wir sie ein bisschen in Ruhe. Und genau, wir schauen einfach ein bisschen auf Handel jetzt gerade. Und warten, bis Oströmisches Reich hat. Also ich könnte... Also wir warten jetzt mal. Wir müssten eigentlich mit dem Spion oder einem neuen Spion ausbilden. Komm, machen wir einen neuen Spion. So, das sind Alliierte. Okay, gut. Wir machen hier einen neuen Spion, wenn wir können. Können wir nicht. Hä? Also können wir einen Spion machen? Also komm. Meine Augen sind der braucht nicht so lange. Wir müssen ausspähen. Das heißt, wir müssen die Truppen, also die Länder in der Nähe ausspionieren. Ja, und nicht da oben im Norden. Und ihr. Ja, ich kann nicht mehr mit denen. Kann ich etwas für euch tun, edler Herr? Ich möchte gerne Handelsrechte. Das passiert. Wir stimmen nur unter Zwang zu. Wieso nur unter Zwang? Ihr kennt uns nicht mal. Wir sind so weit weg. Hm.
Eine Allianz nützt nichts. Ich möchte nochmal Map Information. Hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Es ist gut, dass ihr fragt. Ja, aber das nimmt jetzt nicht an, oder? Also wenn wir jetzt das annehmen, schön, dass wir habe ich doch keine Map Information. Ja, wow. Also ich sehe nur hier. Haben die keine Ländereien? Hat das jetzt nicht funktioniert? In dein Ernst? Ich habe doch auch Map Information. Also so wie es aussieht, sieht man jetzt nur, wo die Leute sind. Für was sieht man diese Stadt jetzt hier in Magdeburg? Das gehört ja nicht ihnen. Also so wie es aussieht, ich kann es kaum erkennen. Was denn gehört in Sizilien? Also den Ägypten gehört Sizilien jetzt neu? Also Sizilien am Anfang? Krass. Wie unterschiedlich Sizilien war damals. Also so wie es aussieht, habe ich keine Map Information bekommen. Also in Rom war das so, dass man einfach die Ländereien auf der Map gesehen hat. Nicht irgendwie, dass es hell ist oder so gedeckt. Oder man hat einfach kurz gesehen auf dem Stand, wo die anderen Truppen sind. Aber so wie es aussieht, ist Venetien richtig klein, ne? Ja, das ist der Ding. Genau hier. Also schauen wir doch mal kurz. Wo ist... Was haben die für eine Flagge? Also die sind schlechter als wir. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, nicht das. Coin Selection, das da. Also wir sind stärker noch. Wir haben mehr Produktion. Die haben ein einzige Ländereien. Okay, die waren noch mega schlecht damals. Das hat eigentlich gar nichts genützt. Wir haben nur ihnen unsere Ländereien gezeigt. Und wir haben alle Informationen schon vorher gehabt. Ja. Saida, mächtiger Sultan. Eigentlich möchte ich mich mit den Deutschen verbinden. Wie ich will den Deutschen interessieren. Die Schweiz ist ja noch nicht drin. Nein. Sobald die Schweiz wie spielbar ist oder so, spiele ich mal die Schweiz. Aber nur weil ich auch Schweiz bin. Hier raste ich, als Deutscher würde ich das wahrscheinlich nicht spielen. Ich bin ja ein bisschen Deutscher. Aber ja, entfernte Wurzeln. Also, dann haben wir auch diese Runde geschafft. Und ja, hier müssen wir eine Stadt haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es wird sehr schwierig gegen die Oströmer. Die haben einfach zu viele Chancen gegen die anderen. Okay, es ist zu groß. Das Spiel hat wahrscheinlich mit zu großen Völkern einfach zu viele Probleme, das überhaupt balanciert zu machen. Aber ja, das ist eine KI. So, oh, wir sind nur noch 23. Platz. Also wir haben aufgeholt, sozusagen. Nicht nur, sondern wir sind drei Ringe nach oben. Genau, die haben jetzt auch noch. Das war ja so wichtig, dass die auch die Wege haben. Das gibt auch wieder mehr Geld. Und was haben wir hier? Ja, wir müssen halt die teure Farm nehmen. Oh, dann haben wir aber gar kein Geld mehr. Wir lassen das jetzt mal so. Ich denke, eins hier runter, damit noch mehr wächst die Stadt. Und hier ist ja die Burg. Und in der Burg möchte ich gerne... Wo ist es? Ist nun Blacksmith? Ja, ich muss hier. Hier muss ich Geld ausgeben, sonst sind wir nicht geschützt. Also, dann haben wir hier vielleicht noch... Also Shisha-Bar und so, die machen nur Happiness. Das brauchen wir gar nicht, wir sind immer noch grün. Zufriedenheit. Also hier müssen wir auch noch warten. So, also alle jetzt sind in der Burgund. Ja, das müssen wir jetzt nicht so sagen.
Die haben wir ge... Ah, da war da unten noch einer. Ja, mein Meister. So, Französen. Französische Truppen. Französisches Kairo. Ich möchte gerne handeln mit euch. Nur weil wir Kreuzzug hatten. Hallo, ihr habt Kreuzzug gemacht. Ich halte. Haben sie das rechte Nützen auch noch nichts gegen. Ist mir sowas egal. Und die hoffentlich machen nicht Frieden mit denen. Oh. Was kann ich doch schon dafür? Nix. Der war da oben. Ich habe doch jetzt gerade vorher geschaut, ob ich laufen kann. Das war auch wieder in der anderen Runde. Ich muss mich ein bisschen reinfinden. Aber ich habe ja vorgefahren. Sie haben also eine Runde noch gelaufen. Das ist schon viel zu tun. So. Es ist der Wille des Sultans. Ja. Also jetzt gehst du hier runter, bitte. Damit wir sehen. Hier halte ich an. Das ist ein Spion, ich dachte schon. Also dann hier unten halt nochmal. Oh. Die sehen cool aus, die Diplomaten. Geil. Also hier haben wir einfach kein Volk. Ich muss den Diplomaten hier lassen. Es ist wichtig, weil wir dann irgendwann mal Frieden machen können. Hier raste ich, Sultan. Und immer noch 23. Hä, wieso ist es grün, wenn ich keinen Platz verbessert mich habe? Weil es einfach besser wurde von Finanzen wahrscheinlich. Also von. Ja, von Finanzen. So, also Adut, der Honorable ist Kronprinz. Der hat reicher Anführer bekommen, scheinbar. Und ein neues Familienmitglied, gar nicht so richtig gekannt. So, dann auch wieder sehr viele Allianzen. Die machen ständig immer Allianzen. Keine Ahnung, wollen sich absichern hat. Könnten wir auch machen. Es ist der Wille des Sultans. Geht von der KI für nicht heute so gut. Ist die Reise zu Ende. Oh ja. Ihr müsst ja auch nicht so viel. Ah ja. Na? Burgund, bitte Burgund. Na? Ist das Burgund? Ja. Was möchtet ihr denn mit mir bereden? Ich möchte handeln mit Burgund. Das wäre jetzt noch ein Land, was ich am Schluss angreifen würde. Gut, bis zum nächsten Mal. Wo ich irgendwie ein bisschen ausnutze zum besser verdienen. Wie gewünscht, Sultan? Na? Also es liegt einfach daran, dass ich natürlich sehr gewöhnt bin an zum Beispiel Franzosen und Engländer. Ich möchte denen helfen, die jetzt nicht so später dann irgendwie mega gut wurden oder so. Ja, mein Meister. Und denen helfen, die halt doch ein bisschen unterdrückt wurden. Zum Beispiel die Schweiz, die hatte nie eine Chance. Sie war ja auch ein Teil von Eigenrömischen Reich Deutscher Nation. Wurde erst dann 1256, glaube ich, oder so. Unabhängig von den Deutschen. Ja, es hat schwer, da Geld erst zu geben. Ich denke, ich mache jetzt auf Minen. Es ist zwar wirklich wenig Geld, aber immerhin Geld. Weil ich alle anderen, sie sind einfach viel zu teuer. Okay, ich spare auf den Basar hier, der ist doch nicht so teuer. Geht einfach lang. Assalamu alaikum. Wobei, es wäre ja eigentlich besser, wenn ich jetzt die Mine baue und dann später nochmals spare. Und die anderen haben ja einfach nicht diese Gebäude noch. Ja. Da müssen wir leider auch noch warten. Also, sie müssen wachsen und ja. Ich würde hier das nächste Gebäude dann kaufen. Die Farm. Die Farmen tun halt immer die der Bevölkerungswachstum erhöhen. Meine Augen sind die. Oder ich mache das so, dass ich hier wirklich nicht Geld verdiene und dieses Dorf noch Geld verdient mit Handel, die ich nicht
Ich habe ja nur den Feind hier im Roten Meer. Oh. Naja, einfach das Geld verdienen mit dieser Stadt hier. Es ist wirklich sonst auch noch kein Handel möglich. Ich muss unbedingt hier die Population erhöhen. Okay, gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.